Um anzufangen, möchte ich mit einem bekannten Gleichnis des Buddha beginnen, das Gleichnis von den Schwimmenden. Das sind Menschen, die sich im Wasser bewegen, dauernd rudern und strampeln, weil das Wasser ja nicht das eigentliche Metier ist, in dem Menschen leben. Weil Menschen brauchen den festen Boden und das Wasser ist nicht ihre eigentliche Heimat und deshalb müssen sie permanent rudern, um nicht unterzugehen. Und das Wasser steht für den Sinnenbereich, für den Sinnensuchtbereich, in dem wir uns ja befinden. Die Schwimmer, das sind wir selbst, die wir irgendwo da in diesem Gewässer uns bewegen. Und das Schwimmen, das ist das Bemühen und das Strampeln, nicht unterzugehen. Und dieses Bemühen hat sehr unterschiedlichen Erfolg. Da gibt es Wesen, die untergehen, die sozusagen versinken im Wasser. Es gibt manche, die sich wenigstens eine Zeit lang über Wasser halten können. Und es gibt glücklicherweise auch Menschen, die das feste Ufer erreichen, die das Land erreichen. Und das sind die zwei Hauptfragestellungen für dieses Wochenende. Was ist denn aus spiritueller Sicht gesehen festes Land? Und welche Möglichkeiten gibt es denn, dieses Land zu erreichen und auch erstmal zu sehen? Und um das ein bisschen auszubreiten, habe ich mir für heute drei Vorträge vorgenommen, drei Themenblöcke, die wir miteinander gemeinsam besprechen. Im ersten wird es darum gehen, zwei Arten von Fähigkeiten kennenzulernen. Fähigkeiten, die uns sozusagen im Wasser halten, die uns ermöglichen, im Wasser zu leben. Aber auch Fähigkeiten, die es ermöglichen, an das Land zu kommen, Land zu sehen und dahin zu schwimmen. Und der zweite Themenbereich wird sich damit befassen, denjenigen zu beschreiben, der das Land das erste Mal gesehen hat. Der auf einmal merkt, Mensch, ich schwimme zwar, aber da gibt es ja eine Küste. Und deshalb habe ich das Thema ein bisschen umbenannt. Es geht um denjenigen, der das erste Mal sieht, Mensch, da ist ja eine Alternative. Noch nicht um denjenigen, der das schon geschafft hat. Da kommen wir später dran, hieß es gestern Abend. Ja. Der dritte Teil geht einfach der Frage nach, was macht man denn, ja, welche Bedingungen müssen denn da sein, dass man diesen Anblick von Realität auch bekommt, denn der fällt ja nicht vom Himmel, das ist ja ein bedingtes Phänomen. Das sind die drei Themenbereiche. Wie gesagt, ich werde jeweils da eine Einführung geben, um systematisch und zusammenhängend mal etwas zu sagen. Und dann haben wir genügend Möglichkeiten, die Erfahrungen, die hier in dem Raum versammelt sind, auch zum Tragen kommen zu lassen. Ich fange an mit dem Aspekt der Fähigkeiten. Wer Pali ein bisschen kann, kennt das Wort der Indriya. Das sind einige unserer Grundlagen des Lebens. Das ist das, worauf unsere Existenz im Moment basiert. Da werden zunächst mal die gewöhnlichen menschlichen Lebensgrundlagen genannt und das sind vor allen Dingen die sechs Sinnesfähigkeiten. Also die Fähigkeit zu sehen, die Fähigkeit zu hören, die Fähigkeit zu riechen, die Fähigkeit zu schmecken, die Fähigkeit zu tasten und die Fähigkeit zu denken. Und im Grunde ist das das, was unser Leben, unser normales Leben ausmacht. Ich will dazu auch den Grundtext vorlesen, den der Erwachte dazu formuliert. Er sagt nämlich, diese sechs Fähigkeiten, ihr Mönche, gibt es. Welche sechs? Die Fähigkeit des Auges, die Fähigkeit des Ohres, die Fähigkeit der Nase, die Fähigkeit der Zunge, die Fähigkeit des Körpers, die Fähigkeit des Geistes. Diese sechs Fähigkeiten, ihr Mönche, gibt es. Und man kann sagen, dass ohne diese sechs Anlagen es überhaupt keine Wahrnehmung gäbe, es überhaupt kein Erleben gäbe. Und man kann sagen, ohne diese sechs gibt es gar nicht das, was wir das übliche, normale Leben nennen. Aber jetzt ist der Haken, dass diese Fähigkeiten nicht nur Fähigkeiten sind. Es ist nicht so, dass wir nur
sehen, hören, schmecken, tasten, riechen, denken können. Sondern wir wollen das immer auch. Das heißt, wir haben in uns diese Dränge. Wir wollen etwas sehen, wir wollen etwas erleben. Wir wollen auch etwas denken und Vorstellungen machen. Und last not least, das ist das Unangenehme dabei. Irgendwann verändert sich die Fähigkeit und der Wille in einen Zwang, das zu tun. Wir müssen auf einmal sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Am deutlichsten merkt man das beim Denken. Wir brauchen uns hier nur mal vorzustellen, so jetzt denken wir 2 Minuten nicht. Ja, dann kennt jeder das Ergebnis. Das heißt, aus der Denkmöglichkeit ist inzwischen längst ein Zwang geworden, sodass wir so in unserem Leben eine Dreiteilung feststellen können. Das sind einmal die sinnlichen Potenziale, dann sind auf der anderen Seite die sinnlichen Kräfte, die Tendenzen, die in uns wirken, die sich auswirken wollen. Und es sind da die sinnlichen Zwänge, die uns letztlich in der Hand haben. Wir glauben, autonom zu sein, aber letztendlich sind es diese 6 Zwänge, die unser Leben dirigieren. Und da hat der Erwachte ein wunderbares Gleichnis, das ich jetzt nochmal vorlesen und dann kommentieren will, dass er diese 6 Sinnesdränge nämlich mit den 6 Tieren vergleicht. Gleich wie wenn da ein Mann 6 Tiere ergriffen hätte, aus unterschiedlichen Gegenden und mit unterschiedlichen Wohngewöhnungen. Und er würde sie mit einem kräftigen Tau festbinden. Nachdem er eine Schlange ergriffen hätte, würde er sie mit einem kräftigen Tau festbinden. Genauso mit einem Alligator, Vogel, Hund, Schakal und Affen. Nachdem er sie alle mit einem kräftigen Tau festgebunden hätte, würde er in der Mitte einen Knoten machen und sie gewähren lassen. Da nun, ihr Mönche, würden diese 6 Tiere aus unterschiedlichen Gegenden und mit unterschiedlichen Wohngewöhnungen nach der je eigenen Gegend der Wohngewöhnung ziehen. Die Schlange würde zum Termitenhaufen ziehen und denken, da will ich hinein. Der Alligator würde zum Wasser ziehen und denken, da will ich hinein. Der Vogel würde in den Luftraum ziehen und denken, da will ich fliegen. Der Hund würde zum Dorfe ziehen und denken, da will ich hinein. Der Schakal zum Leichenfeld. Der Affe würde zum Walde ziehen und denken, da will ich hinein. Wenn nun ihr Mönche diese 6 Tiere hungrig und müde würden, dann müssten sie dem kräftigsten der Tiere folgen, ihm sich anpassen und seinem Willen sich unterwerfen. Da steckt im Grunde das ganze Thema drin. Und ich will versuchen, das so ein bisschen in unsere Sprache zu übersetzen, da ein bisschen analytisch das zu betrachten. Also zunächst fällt auf, dass da ja Tiere genannt sind. Keine Menschen, sonst ist von Tieren die Rede. Und das sicher deshalb, weil der Erwachte ja hier über instinktiv gesteuerte Wesen spricht. Also über blinde Energien, die nicht verstandesgemäß sind, die nicht verstandesgesteuert, vernunftgesteuert sind. Und diese Tiere wollen alle in ihr geeignetes, wie es heißt, gewohntes Umfeld. Das heißt, sie wollen an den Ort, wo sie die passende Nahrung für sich finden. Also der Alligator will natürlich ins Wasser, der Vogel will in die Luft und der Affe will in den Wald, um da seine Äste und seine Früchte zu finden. Was heißt das? Das bedeutet, dass die Sinnesdränge immer auf etwas Bestimmtes hin orientiert sind. Die Dränge haben ein Objekt, sie haben etwas, wo sie sich die eigene Befriedigung sozusagen erwarten und hoffen. Und nun wird gesagt, dass da ein Mann kommt und diese 6 Tiere mit einem Seil festbindet. Ja, das ist der psychologische Ausdruck dafür, dass wir als Menschen uns mit diesen 6 Kräften irgendwie identifizieren. Wir machen sie zu den eigenen. Wir sagen nicht, das sind diese Kräfte, sondern wir sagen, ich will sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Und der Erwachte sagt, dass wir uns mit einem Seil festbinden, also nicht mal so mit dem Fädchen, das gleich reißt, sondern mit einem Seil, das uns dauerhaft und wirklich fest an diese Dinge bindet. Wir machen uns damit gemein.
Wir identifizieren uns mit dem Wollen. Wir sagen dazu, ich will. Ja. So, der Witz dabei ist noch ein anderer, dass diese sechs Tiere nämlich zu einem Knoten verbunden sind. Sie agieren nicht für sich allein jeweils, sondern sie sind alle miteinander verschränkt. Und es wird gesagt, dass dieser Mann dummerweise diese Tiere auch noch gewähren lässt. Ja, das heißt, er lässt sie machen, er lässt diese blinden Triebe sich einfach so ausagieren, wie sie wollen. Er legt ihnen sozusagen keine Zügel an, sondern die machen, was sie wollen. Das heißt, wenn diese Tiere hungrig werden, also der Alligator hat jetzt den meisten Hunger, dann zieht es ihn ins Wasser und die Rest fünf anderen Tiere, die müssen dann mit. Und dann ist der Alligator satt und liegt da am Wasser, am Uferrand, und dann wird der Schakal auf einmal hungrig und da zieht der die anderen wieder mit. Ja. Das ist ein schönes Gleichnis dafür, wie unsere Psyche funktioniert. Nicht wirklich zielorientiert, nicht gesteuert und bewusst, was da im Moment an Drängen in uns aufkommt, was da jetzt gerade am stärksten ist, ja, dahin reißt's uns. Der stärkste Trieb sagt, es geht nach links oder es geht nach rechts, und wir bilden uns da immer ein, wir hätten souverän in einer solchen Situation funktioniert. Und das Schöne an dem Gleichnis ist, oder das ja fast Geheimnisvolle an diesem Gleichnis ist, dass diese sechs Tiere, die ja alle an diesen Seilen festgebunden sind, zu einem Knoten verbunden sind. Und zu diesem Knoten sagen wir ich. Das ist das, wo man mal ganz genau hinschauen muss, wie weit dieses Gleichnis reicht. Wir denken, das Ich ist doch eine autonome Instanz. Das Ich ist doch etwas, was existiert, an sich existiert. Und hier sagt der Erwachte durch das Bild, dass das Ich im Kern nichts anderes ist als eine Funktion dieser sechs voneinander unabhängigen Triebe. Wo die zusammenkommen, ja, wo die sich sozusagen verschränken und miteinander umgehen, da entsteht das, was wir Ich nennen. Ich ist, wenn ihr so wollt, eine Gemengelage von diesen unterschiedlichen Fähigkeiten, von den unterschiedlichen Drängen und von den unterschiedlichen Zwängen, die uns ausmachen. Und wenn wir alle unsere Ich sozusagen beschreiben und definieren wollten, dann könnten wir auch sagen, wir machen mal eine lange Liste von den Fähigkeiten und den Zwängen, denen wir im Leben unterliegen. Da kommt eine Person gar nicht vor, aber es sind genau diese sechs unterschiedlichen Dinge, woran wir uns voneinander unterscheiden. Weil jeder hat so ein bisschen andere Tiere in sich. Die sind an kürzeren oder längeren Seilen miteinander verbunden, aber sie sind immer miteinander verbunden. Und oft, sage ich das mal vorsichtig in dem Kreis, oft lassen wir diese Tiere trotz unseres besseren Wissens noch agieren. Wir lassen sie machen, was sie wollen. Und da ist natürlich die Frage, was ist denn mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Willenstendenzen erreichbar? Was ist mit diesen Wünschen, den Drängen erreichbar? Nun, im Idealfall, dass sie vorübergehend einmal befriedigt werden. Das kennen wir ja. Manchmal passiert das ja auch, dass ein Wunsch in Erfüllung geht. Die zweite Möglichkeit ist, dass diese Wünsche, diese Dränge immer oder für lange Zeit unerfüllt bleiben. Und ja, die unangenehme Situation, die unangenehmen Gefühle, die damit verbunden sind, können wir uns vorstellen, die kennen wir. Und im ungünstigsten Falle erreichen wir genau das Gegenteil, was wir uns ersehnen. Also die Wünsche, die Dränge werden nicht erfüllt, sondern es tritt genau das Gegenteil davon ein. Das, was wir schmerzliche Erfahrungen nennen, das, was wir manifestes Leiden nennen. Aber was mit Sicherheit nicht und nie und nimmer erreicht werden kann mit diesen sechs Trieben, mit diesen sechs Tieren, mit diesen sechs Willensfähigkeiten, das ist die Tatsache, vollkommenes und endgültiges Heil zu erreichen. Erfüllung werden wir mit diesen Sechsen nie erreichen. Das geht von der Sache her nicht. Und das ist die Hauptschwierigkeit unseres Lebens. Wir glauben immer, wir müssen nur noch geschickter sein und ein bisschen besser mit den Dingen umgehen, um irgendwann wirklich in die Situation zu kommen, diese sechs Tiere zu füttern, dass sie endlich Ruhe geben. Aber der Erwachte sagt, das geht vom Prinzip her nicht.
weil diese Tiere nie in Ruhe sein werden, sondern sie werden immer wieder hungrig sein und sie werden uns immer wieder an unserem Knoten durch die Gegend ziehen. Aber um da auch schon ein bisschen eine Perspektive zu nennen, der Erwachte setzt in diesem Gleichnis das Bild fort und sagt, es gibt eine Möglichkeit, damit umzugehen, indem man nämlich diese Tiere schnappt, sie nicht gewähren lässt, sondern festbindet an einen Pflock. Dann rasen die immer noch hin und her, dann wollen die immer noch ins Wasser, in die Luft und, sie wollen immer noch in ihre gewohnte Gegend. Aber irgendwann merken sie, wir sind festgebunden. Wir können nicht dahin. Und dann, wenn sie schlau werden, hocken sie sich hin und bleiben sitzen. Ja, das ist die Idee von der Satipatthana-Übung, also den Geist einzusetzen, um diese Tiere endgültig zu beruhigen. So, und das ist unsere Chance auf der einen Seite, aber auch unsere Aufgabe auf der anderen Seite, mit diesen 6 Tieren zu arbeiten, sie eben nicht auf Dauer immer wieder gewähren zu lassen, sondern zu sagen, Moment, jetzt guckt euch diesen Pflock an, den habe ich gestern im Baumarkt gekauft, jetzt kommt er in den Boden rein, dann klemme ich euch da fest und ihr werdet keine Chance haben, irgendwann kommt ihr zur Ruhe und lasst euch an diesem Pfosten nieder. Und zwar für immer, ihr kommt da nie mehr von frei. Und jetzt ist der Punkt zu zeigen, wie man das schafft, also was die Potenziale sind, damit man diese 6 Tiere ja an die Zügel nimmt. Und da bin ich bei einer zweiten Art von Fähigkeiten von Indriya, das sind die Heilsfähigkeiten. Wir haben eben gehabt die Fähigkeiten, die uns sozusagen in das Leben hineinziehen, samsarisch binden und festhalten. Und jetzt stellt der Erwachte als Alternativen die Fähigkeiten da, die zur Befreiung führen. Und da gibt es sowas wie eine Konkurrenzfähigkeit oder eine Konkurrenzsituation, denn beides kann auf Dauer nicht zusammen bestehen. Die weltlichen Indriyas und die Heilsindriyas sind wie Feuer und Wasser zueinander. Ja, entweder das Feuer verdampft, das Wasser verdampft, ja, oder das Feuer löscht das Wasser. Aber irgendwie kann das auf Dauer nicht bestehen. Und wir alle haben ja die Hoffnung, dass die Heilskräfte über die anderen Kräfte siegen. Und wenn die mal da sind zur Beruhigung, wenn diese Heilskräfte da sind, dann ist auch die Gewissheit da, dass dieser Kampf ja zugunsten des Pflocks in der Erde ausgeht und nicht zugunsten der Tiere. So, und da gibt es auch ein schönes Gleichnis, ein schönes Bild, wie diese beiden Formen von Kräften zueinander stehen. Und das will ich da nochmal zitieren. Es ist das Gleichnis vom Zimmermann und von dem Keil. Wie der Zimmerer mit einem Keil kraftvoll den anderen Keil herauszuschlagen weiß, so werde fähig, mit den Heilskräften die Sinnesdränge ganz herauszuschlagen. Vertrauen, Tatkraft, Wahrheitsgegenwart, Einheit des Herzens, klarer Weisheitsblick. Mit diesen 5 die anderen 5 zerschlagend, besiegend hier, so schreitet vor der Reine. Und damit sind auch die 5 Heilsfähigkeiten schon genannt, die 5 Indriya. Nämlich Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit. Und auch dazu möchte ich gern den Grundtext vorlesen, der im Samyutta Nikaya steht. Der Erhabene sagte in Savatthi, diese 5 Fähigkeiten, ihr Mönche, gibt es. Welche 5? Die Fähigkeit des Vertrauens, die Fähigkeit der Tatkraft, die Fähigkeit der Achtsamkeit, die Fähigkeit der Einigung und die Fähigkeit der Weisheit. Diese 5 Fähigkeiten, ihr Mönche, gibt es. Das sollten wir uns jetzt noch ein bisschen betrachten, dass wir einfach uns erinnern, was mit diesen 5 gemeint ist. Und es fängt immer mit Vertrauen an. Und das kann man definieren als das Überzeugtsein davon, dass der Buddha tatsächlich ein Erwachter ist. Es gibt viele Menschen, die glauben, der Buddha war ein netter Mann und war ein bedeutender Mann und eine große historische Persönlichkeit. Aber sie sind weit davon entfernt, sich klar zu machen,
dass Buddha nicht nur ein Name ist, sondern dass der Buddha heißt, dass das ein Erwachter ist, der aus dem Daseinstraum wirklich erwacht ist und der ganz herausragende und unvergleichliche Qualitäten hat und dass auch das eine Einmaligkeit ist, sozusagen einem solchen Wesen zu begegnen. Und Vertrauen bedeutet, dass man sich darauf verlassen kann, dass der Buddha ein unvergleichlicher Lehrer ist, dass er die Fähigkeiten hat, uns herauszuhelfen aus der Gefangenschaft mit diesen Tieren. Vertrauen ist etwas, was man sich natürlich in diesem Leben irgendwo erwerben kann, wo man sich da stärken kann. Aber viele bringen Vertrauen einfach in dieses Leben schon mit. Sie haben sozusagen eine Urhinneigung, wenn sie der Figur des Buddha wie auch immer begegnen. Sie haben so, sofort so eine Art von Wiedererkennung. So wird im Pali-Kanon immer mal wieder vom Bewähren in Vertrauen gesprochen. Was ist die Bewährung in Vertrauen? Da ist ein Heilsgänger voll Heilsvertrauen. Er baut auf die Wachheit des Vollendeten. Das ist wahrlich der Erhabene, geheilt, der vollkommen Erwachte, vollendet in Wissen und Wandel, zum Heil gekommen, der Weltkenner, der höchste Lehrer der anzuleitenden Menschen, der Meister der Götter und Menschen, erwacht, erhaben. Das nennt man Bewährung in Vertrauen. Also wenn man diese Beispiele, die hier genannt sind, wenn man sagt, ja, das empfinde ich auch, das ist so, da bin ich völlig überzeugt, dass das so ist, dann ist diese Fähigkeit in einem, die der Buddha hier Vertrauen nennt. Aber Sada hat auch noch andere Aspekte, denn es gibt ja auch dieses Vertrauen zur Lehre, also zu dem, was der Buddha, was der Erwachte sagt, was er sozusagen an Wirklichkeit uns vermittelt, was er an Wahrheit über unsere Daseinsgegebenheiten uns darstellt. Und dieses Vertrauen in die Wahrheit, die Wirklichkeit, habe ich immer selbst so empfunden als so eine Art Heimatgefühl. Man hat den Eindruck, da ist einem etwas begegnet, was man immer schon irgendwo gewusst hat, ja, wo man immer das Gefühl hatte, da, ja, so ist es, ich habe es nur nie formulieren können, da kommt mal einer, der das wirklich aussprechen kann. Also dass es eine innere Nähe ist, ein Angezogensein, eine Vertrautheit, ein in gewissem Sinne Wiederentdecken, was in einem selbst geschlummert hat. So eine ahnende Gewissheit, ja, das ist es. Es kann nichts anderes geben. Und drittens ist das Vertrauen natürlich in die Gemeinschaft, das Gefühl der Geborgenheit und das Wissen, ja, da ist eine Gemeinschaft, wo es am besten möglich ist, auf seinem Weg voranzukommen, wo man den meisten Rat bekommt, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man Unterstützung empfindet, ja, in Bezug auf das, was einem als Weg noch vor sich, vor allem liegt. Und der vierte Punkt, meistens oder oft wird er nicht genannt, ich will ihn trotzdem nennen, das ist das Vertrauen in die Wirksamkeit der Praxis. Ja, dass man nicht nur denkt, ja, der Buddha hat viel Richtiges gesagt, sondern dass man auch überzeugt davon ist, wenn ich diese spirituelle Praxis auf mich nehme, wenn ich diese Übungen übernehme, wenn ich mich auf den Weg mache, dass ich dann ankomme. Das heißt, dass ich auch eine Art Methode habe, eine Wegweisung, wenn ich mich danach richte, dass es anders ist als bei den üblichen Reklamen, ja, wo viel versprochen wird, aber nichts gehalten wird. Dass hier das Versprechen und das Halten des Versprechens sehr eng beieinander sind. Zweiter Punkt, es ist die Tatkraft, Virya, Energie, ja, Stärke, Fähigkeit der Selbstüberwindung. Das ist die Fähigkeit, das, was ich für richtig halte, wo ich Vertrauen zu habe, auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Also der Impuls, immer wieder auch dran zu bleiben, der Impuls, das, was ich verstanden habe, auch in die Tat umzusetzen, da was draus zu machen, also Theorie und Praxis in Übereinstimmung zu bringen, die notwendige Energie dazu. Und da ist wichtig zu wissen, dass Tatkraft nun nichts ist, was nur angeboren ist,
sondern auch Tatkraft. Virya ist wie alles andere ein bedingtes Phänomen. Es hat seine Ursachen, dass Tatkraft da ist. Und auch die Stärke dieser Energie hängt von bestimmten Bedingungen ab. Und im Grunde habe ich die schon mal genannt. Ja, wenn ich überzeugt bin darin, dass das, was der Erwachte sagt, dass das richtig ist und dass der Weg, den er zeigt, der Weg ist, der zu gehen ist, dann entsteht dadurch auch Tatkraft. Ja? Wenn ich auch vielleicht Erfahrungen schon gemacht habe, wenigstens Teilerfahrungen, ja, der Erwachte hat mir die und jene Strecken schon gezeigt, ich bin sie gegangen und habe unterwegs immer wieder feststellen können, ja, das, was er gesagt hat, was ich gelernt habe, theoretisch hat sich in der Praxis als wirklich herausgestellt, dann entsteht natürlich noch mehr Vertrauen. Also wenn ich im Laden bin und da steht Honig und steht süß drauf, kann ich dem Händler vertrauen? Ja, wenn ich dreimal Honig gekauft habe und er war wirklich süß, ja, dann brauche ich beim vierten Mal nicht mehr so sehr auf das blinde Vertrauen zu achten, sondern da ist ein Stück Erfahrung mit drin und ich weiß, so und so funktioniert das. Und genau das ist die Süßigkeit auch, die mit der Lehre verbunden ist, mit der Wahrheit verbunden ist. Wenn man sie mal geschmeckt hat und immer wieder geschmeckt hat, ja, dann weiß man irgendwann auch sicher, dass man auf dem richtigen Weg ist. Kommen wir zum dritten Punkt, das ist die Achtsamkeit, Sati genannt. Ja. Sati hört sich so einfach an, Achtsamkeit, aber es ist ein ganzer Komplex von geistigen Fähigkeiten, von ganzes Umfeld, ja, von Möglichkeiten. Zunächst ist Sati schlicht die Erinnerung an das, was man früher gehört und erlebt hat. Und im Zusammenhang mit der Lehre ist Sati die Erinnerung an Wahrheiten, die man schon mal aufgenommen hat, die man dann präsent hat, wenn man sie braucht. Ansonsten ist Achtsamkeit natürlich die Präsenz des Moments, dass man mitkriegt, was jetzt hier passiert, dass der Geist wach ist, dass der Geist sozusagen innerlich die Ohren spitzt und nicht blind durch die Gegend läuft, sondern immer mitkriegt, was passiert denn. Was läuft jetzt im Moment ab? Was sind die Gegebenheiten des Augenblicks? Und Sati ist aber auch die Klarheit darüber, was mache ich im Moment in Bezug auf das, was ich weiß? Mache ich das Richtige? Wende ich das an, was ich gehört habe? Also Achtsamkeit ist auch eine Kontrollinstanz, ist die Fähigkeit des genauen Hinsehens, aber auch die Fähigkeit, mein Denken, mein Reden und Handeln im Moment auch zu kontrollieren. Das ist eine Art Wächterfunktion, die sagt, ja, eben ist eine Ampel rot, bleib stehen. Oder jetzt wird's grün, jetzt geh weiter und fahr in diese Richtung. Die vierte Fähigkeit wird als Sammlung beschrieben, Samadhi. Und das ist die Fähigkeit der Verinnerlichung, ja, die Möglichkeit, nicht zerstreut zu sein. Was wir üblicherweise kennen, ist der zerstreute Geist, ja, das Hinausströmen in die Vielfalt, das Verlorensein in die Vielfalt von Wahrnehmungen, von Denken, von Überlegen, von Handlungen, also von innerem Unfrieden, von Getriebensein, von Hast, von Bewegtheit, auch von der Situation eines Unglücklichseins, eines Unerfülltseins. Die Fähigkeit zur Sammlung sagt nun, es geht auch anders. Der Geist kann zur Ruhe kommen. Er kann zur Stille finden. Er kann wegkommen von der Vielfalt, von der Vielheit hin zur Einheit. Ja, zur inneren Ruhe, zur Stille, zur Einheit sogar von Ich und Welt. Also zur Überwindung der Dualität von Ich und Welt. Und was damit verbunden ist, ist eben nicht das, was man vielleicht befürchtet. Ja, dann ist es langweilig und öde und leer und es tut sich nichts. Sondern es ist gerade damit verbunden, das Gegenteil. Das Gefühl, da wo es stiller wird und ruhiger wird, wird alles viel friedlicher, wird alles viel befriedender, wird alles sehr viel glücklicher. Und der fünfte Aspekt ist das, was Weisheit genannt wird, Panya. Das klare Wissen, nicht das täuschungslose Sehen der Realität, der wahrheitsgemäße Anblick, nicht das, was wir an Brille immer aufhaben, sagt uns, wie Realität ist, sondern Brille verzerrt ja immer das, was wir sehen. Entweder ist es zu dunkel, dann
haben wir die Depressivbrille auf oder ist es alles zu schön, zu rosa, dann sind wir getäuscht durch unser Mögen oder Nichtmögen, durch unsere Ablehnung oder unsere Zuneigung. Und Weisheit oder die Fähigkeit zur Weisheit bedeutet ja, alle Brillen abzusetzen, alle Verzerrungen beiseite zu tun und die Dinge blendungsfrei zu sehen, also den vollkommenen Realitätssinn zu entwickeln, dass wir ohne Zu- und Abneigung sehen, dass wir einen Überblick über Realität haben, dass wir eine umfassende Orientierung haben und nicht mehr so Pünktchen uns raussuchen, die uns gerade interessant erscheinen. Weisheit heißt, die Dinge im Zusammenhang sehen, das Ganze sehen und nicht aufzusplittern. Interessant ist, dass diese 5 jetzt im Schnelldurchgang mal angetippten Fähigkeiten von dem Buddha auch im weltlichen Zusammenhang genannt werden. Also so auch bei Menschen vorkommen, die mit Buddha Dhamma überhaupt nichts zu tun haben. Und da ist eine kleine Lehrrede überliefert, wo der Erwachte mit Mahanamo spricht und genau diese Dinge angesprochen werden. Und er sagt, in der Welt gibt es 4 Dinge, also im weltlichen Leben gibt es 4 Dinge, die relativ schwer zu erreichen sind, nämlich auf anständige Weise zu Besitz und Einkommen zu kommen, dann bei Verwandten, Bekannten in der Umgebung Anerkennung zu finden, dann ist es relativ schwierig, alt zu werden und dabei gesund und munter und rüstig zu bleiben. Ja, und es ist schwierig, nach dem Tod auf eine himmlische Sphäre, eine himmlische Umgebung zu kommen, ein himmlisches Dasein zu gelangen. Und wie es trotzdem geht, das lese ich vor. Der vertrauensvolle Mahanama ist erfolgreich, nicht der vertrauenslose. Der willensstarke ist erfolgreich, nicht der Träge. Der Achtsame ist erfolgreich, nicht der Unachtsame. Der Gesammelte ist erfolgreich, nicht der Ungesammelte. Und der Weise ist erfolgreich, nicht der Unweise. Da sehen wir, dass schon, wie gesagt, im Weltlichen, im Alltag, diese 5 Eigenschaften förderlich sind. Um wie viel mehr sind sie förderlich, wenn sie Heilsfähigkeiten sind? Ja, wenn sie auf eine andere Zielorientierung aus sind und wenn sie auf einem anderen Boden stehen. Die Zielorientierung ist insofern eine andere, als sich jemand, der auf den Strom eintritt, sich zubewegt, jetzt nicht mehr fragt, nur ja, wie werde ich reich, wie werde ich alt, wie komme ich in den Himmel und wie schaffe ich es, dass mich die Leute loben? Sondern der Betreffende fragt immer, wie kann ich endgültige Freiheit erreichen? Und die Heilskräfte zielen nur darauf, ja, den Ausgang aus der samsarischen Gefangenschaft zu ermöglichen. Nicht innerhalb des Systems von Samsara eine bessere Position zu erreichen. Und die Basis, auf der das passiert, ist auch eine andere, weil die Basis der Heilskräfte, das muss ich deutlich betonen, die Basis der Indriyas darin besteht, dass man durch einen Buddha belehrt ist. Ja, dass man in der Tiefe die Realität vernommen hat, so wie sie sein soll, dass man die Eigenschaft von Realität kennt, dass man weiß, dass alle Phänomene dieser Welt und auch die schönsten und angenehmsten immer 3 Grundeigenschaften haben. Anicca, Dukkha, Anatta. Alles, was uns begegnet, hat diese 3 Eigenschaften. Es ist wandelbar. Es ist nicht wirklich zufriedenstellend, befriedigend und es ist im Kern substanzlos. Es ist alles nur bedingt, es hat keine Eigenexistenz. Und durch die Nachvollziehen, durch das geistige Nachvollziehen dieser 3 Einsichten oder dieser 3 Eigenschaften, da ist es möglich, dass aus diesen allgemeinen Eigenschaften, die jeder Mensch mehr oder weniger hat, Heilsfähigkeiten werden. Auch dazu nochmal ein Zitat. Je mehr und mehr jemand bei sich merkt, der Kanda Unbeständigkeit, wird er erhellt und heilsentzückt, der er das Todlose anerkennt. Ja, wenn man sieht, was alles wandelbar ist, das deutlich vor Augen hat, dann kann man auch für eine Sekunde mal sehen, was eben nicht vergänglich ist, weil man als Beobachter jenseits des Vergänglichen
ist. Da wird noch von einem armen Kerl berichtet, der ein Aussätziger war, also ein, wie es hier heißt, armer, elender, unglücklicher Mensch. Aber durch die vom Vollendeten dargelegte Lehre und Heilsordnung ist er zu Heilsvertrauen gekommen, zu Tugend, zu Erfahrungswissen, zum Zurücktreten, zu Klarwissen. Hier ist angedeutet, dass selbst in einer sehr, sehr negativen Lebenssituation, einer sehr bedrückenden Lebenssituation, durch die Belehrung des Buddha dieser Keim auftauchen kann, dieser Heilskeim, der hier mit Vertrauen bezeichnet ist und der die anderen Aspekte, die genannt sind, auch noch umfasst. Ich will noch eine kleine Unterscheidung machen, weil vielleicht habe ich das unbewusst ohnehin schon getan oder durcheinander gebracht, nämlich die Unterscheidung zwischen den fünf Indriya, nennen sie nochmal, Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit als Potenziale, als Fähigkeiten, als Möglichkeiten, über die wir verfügen. Und die fünf werden auch Bala genannt, sie werden auch Kräfte genannt. Es ist dann der Fall, wenn diese Fähigkeiten sich in der Praxis bewähren müssen. Also wenn die sozusagen ran müssen, um im Leben die Hindernisse, die auftauchen, auch tatsächlich anzugehen. Also nicht nur Optionen sind, sondern Fähigkeiten, die im spirituellen Alltag auch zum Einsatz kommen. Ein letzter Satz noch oder einen kleinen Aspekt noch zum Abschluss. Diese fünf Heilsfähigkeiten haben eine bestimmte Beziehung zueinander. Ich habe sie jetzt einfach der Reihe nach genannt, aber sie haben eine Beziehung zueinander oder sie sollten eine Beziehung haben. Sie sollten nämlich untereinander ausgewogen sein. Sie sollten balanciert sein, sodass es da nicht bei den Fünfen ein Übergewicht gibt. Es sollte nicht so sein, dass man sich nur eins raussucht und sagt, okay, da spezialisiere ich mich drauf und die anderen, da sollen sich andere drum kümmern. Denn das Ganze funktioniert nur, wie gesagt, wenn diese fünf in einer bestimmten Balance sind. Und da kann man feststellen, dass es so zwei Paare gibt von Heilsfähigkeiten und Kräften, die aufeinander bezogen sind. Das ist einmal Vertrauen und Wissen. Wo zu viel Vertrauen ist, da entsteht schnell blinder Glaube oder Gefühlsduselei, sage ich mal ein bisschen kritisch. Wo zu viel Wissen ist, da entsteht sehr schnell Scholastik, ja, nur Buchwissen, abstrakter Intellektualismus. Und deshalb beides. Das mehr emotionale, gemüthafte des Vertrauens, aber auch die Klarheit des Wissens, der Einsicht und der Weisheit. So, dann haben wir das andere Paar von Aktivität, Energie, Tatkraft auf der einen Seite und Sammlung auf der anderen Seite. Wo zu viel Tatkraft entsteht oder gefördert wird, steht unter dem Strich Hektik, Aktionismus, Unruhe, Bewegtheit. Ja. Man ist ständig auf Tour, ständig auf Touren. Und wo zu viel Sammlung entsteht oder das zu sehr geübt, zu sehr gefördert wird, kann das Gegenteil entstehen, dass man zu träge wird, dass zu wenig Energie auftaucht, dass man die Dinge schleifen lässt und eben nicht in die Puschen kommt, sondern alles ein bisschen langsam angeht. Bleibt Sati übrig, ihr habt mitgezählt. Für Sati gibt es kein Pendant. Ja? Und zum Glück heißt es, dass man auch Sati nicht zu viel haben kann. Also zu viel Achtsamkeit ist noch nie in der Welt vorgekommen. Ja. Fußnote, das heißt wiederum nicht, dass man nur Achtsamkeit üben soll. Das nicht, es gibt auch andere Dinge zu üben. Aber man kann nicht üben, dass man am Ende zu viel Achtsamkeit hat und sagt, jetzt muss ich mich aber mal bremsen. Mein Geist ist zu klar, ich kriege ja zu viel mit. Ja. Das wäre es nicht. Denn Sati hat ja auch gerade die Funktion, als Wächter zu beobachten, wann hast du zu viel Energie? Wann brauchst du mehr Sammlung? Wann bist du zu sehr im Intellektuellen, im Geistigen? Wann brauchst du auch wieder ein bisschen mehr Gemütserfrischung, Gemütserhellung? Und wann brauchst du mehr diesen Vertrauensaspekt? Das soll es vielleicht mal für den Moment gewesen sein, dass wir auch noch genügend Zeit haben, über die Dinge zu reden, die wir uns heute vorgenommen haben. Ich mache mal Schluss und danke erstmal, dass ihr so viel
Geduld ist auch eine schöne Heilsfähigkeit. Das ist noch gar nicht aufgetaucht. Aber ihr habt sie trotzdem bis jetzt gehabt. Freut mich und bitte euch um Wortmeldung, sofern es denn welche gibt.